Und los geht's! Hallo YouTube! Heute bin ich mal unterwegs in Braunschweig, weil da die European Research Night stattfindet. Denn Braunschweig ist wohl die zweitgrößte Forschungsregion in Europa. War für mich neu, aber ich werde mir jetzt mal anschauen, woran das liegen soll. Man kann ja alles Mögliche machen auf der European Researchers Night, unter anderem auch spielen gegen Forscher. Und ich werde mal gucken, ob ich jetzt jemanden finde, der Lust hat, mit mir ein Spiel zu spielen. Vielleicht gewinne ich sogar. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden. Ich spiele jetzt gegen Christian das Spiel Dimension und mal gucken, wie ich mich schlage. Hör mal. So. Ja, stimmt. Proberunde schon daneben. Gut, jetzt wissen wir, wie man es falsch macht. Jetzt genau. Machen wir es ab jetzt nur noch richtig. Genau. Das mit dem Spielen war gerade so lala. Ich habe einmal eine Runde gewonnen und dreimal eine Runde verloren. Ja, ich gucke einfach nochmal weiter, was es noch gibt. Vielleicht besser für mich. Ich stehe jetzt am Stand von Wissenschaft im Dialog. Die sind mit einem Projekt zur Citizen Science. Und ich habe zwei Leute hier, den David und den Uwe. Und die darf ich jetzt was fragen und das mache ich einfach mal auch. David, was bringt euch heute her? Ja, also wir wollen eben das Konzept von Citizen Science oder Bürgerforschung vorstellen, wo eben ehrenamtliche Forscherinnen und Forscher zusammen mit sozusagen Profis forschen oder selbstständig forschen, weil wir glauben, dass jeder oder jede Wissenschaft einfach machen kann und selber viel davon hat und es auch der Gesellschaft viel bringt. Okay. Und was treibt dich hierher? Wir haben ein konkretes Projekt hier in der Stadt Braunschweig. Wir möchten gerne rausfinden, wo es Gebäudebrüter gibt. Also das sind zum einen Vögel, Meerschweiben, Rauchschwalben, Mauersegler und Fledermäuse, die halt gerne Häuser besiedeln und man noch relativ wenig darüber weiß, wo sie denn eigentlich stecken. Und wie viele Arten haben wir, wie häufig sind diese Arten noch. Ja, deswegen haben wir Aufruf gestartet, dass die Bevölkerung uns Meldungen eingibt, wo was vorkommt. Versuchen wir ein bisschen Bild über das Stadtgebiet zu bekommen, wie die einzelnen Vorkommen sind. Wie finden euch die Leute, wenn sie euch finden möchten? Natürlich über das Internet, über E-Mail, über Auslagen, Broschüren, über das Telefon, über alle möglichen. Hast du eine knackige URL fürs Web? Das ist einfach stadtbraunschweig.de. Stadtbraunschweig über das Umweltamt. Stadtbraunschweig.de, Umweltamt. Da guckt einfach nach und da findet ihr das. Super, ich danke euch beiden. Wer sich vielleicht noch über für Projekte jenseits der Grenzen Braunschweigs interessiert, kann die unter bürgerschaffenwissen.de finden. Ganz wichtig, ich packe das in die Videobeschreibung, kennt er von mir. So, es wird langsam dunkel hier in Braunschweig auf der European Research Night. Und wenn ihr mal hinter mich schaut, so viel ist hier nicht los. Ist Forschung also doch nicht das Thema in Braunschweig? Ich muss wohl noch ein bisschen weiter gucken. Auf die Plätze, fertig. Hier in Braunschweig. Hinter mir ist eine Rolltreppe. Da kann ich mir jetzt eine Forscherin oder einen Forscher ausleihen, die mir in, naja, sagen wir 30 Sekunden erzählen, was sie in der Forschung machen. Und das probiere ich einfach mal aus. Neben mir steht Markus Buhl vom Institut für Strömungsmechanik der TU Braunschweig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und ich fahre jetzt mit Markus Rolltreppe. Und in der Zeit wird er mir erklären, was eine Staubwolke mit einer Wasseroberfläche zu tun hat. So ungefähr. Okay, dann mal los. Auf die Rolltreppe. Ja, wir können eine Wasseroberfläche, stell dir eine gewählte Wasseroberfläche vor, viele Wellen, kann man mit einer Staubwolke vergleichen. Und zwar geht es um die Frage, wie wir herausfinden können, welche Wellen diese Wasseroberfläche verursacht haben. Aha. Und wenn wir uns eine Staubwolke vorstellen, wir wissen, dass diese Staubwolke von verschiedenen Fahrzeugen verursacht wurde. Wir können aber nicht durchgucken, dann suchen wir Analysemethoden, mit denen wir herausfinden können, welche Fahrzeuge mit welcher Geschwindigkeit gefahren sind. Aha. Und genau diese Staubwolke verursacht haben. Und das machst du an der Uni? Das mache ich an der Uni. Das war das Thema meiner Dissertation. Wunderbar. Super, mach es.
den oberen Bereich, das zurechtstutzen, das kommt irgendwie nicht zum... Das kriegen wir durch keine Ethikkommission, das wollen wir auch nicht. Wir können uns überlegen, ob wir da im unteren Bereich vielleicht für ein bisschen mehr Breite sorgen. Das könnt ihr machen, wenn ihr nachher nach Hause geht, aber lasst mich euch schon im Vorhinein verraten, das werdet ihr nicht schaffen. Fakt ist, so ungefähr wird es aussehen und damit müssen wir irgendwie leben. Und deswegen hat sich der Niedersächsische Forschungsverbund zur Gestaltung altersgerechter Lebenswelten zusammengefunden. Ich habe hier meine Folie mitgebracht, die zeigt, wie der sich zusammensetzt. Das ist wichtig, das frage ich nachher ab. So. Ich stehe jetzt hier mit Felix. Felix war gerade beim Science Slam unterwegs. Und Felix, du bist Science Slammer? Unter anderem. Eigentlich bin ich Wissenschaftler. Okay. Für Science Slam, das macht man so nebenbei, um ein bisschen zu kommunizieren, was man denn so tut. Das ist dir wichtig? Das ist mir sehr wichtig, denn zum einen möchte ich das ja nicht nur für mich tun, sondern für alle. So, ne? Wir wollen ja alle die Welt retten irgendwo, ja, und dann muss die Welt ja auch erfahren, dass sie gerettet gehört. Deshalb mache ich die Videos hier, genau. Und zum anderen, ich werde ja aus Steuergeldern finanziert. Und da finde ich es nur fair, wenn ich irgendwie versuche, den Menschen auch mitzuteilen, warum es jetzt gerade sinnvoll ist, vielleicht meine Forschung zu finanzieren und warum man das jetzt vielleicht auch mal machen kann. Ja, das waren sie schon, meine Eindrücke von der Braunschweiger European Researchers Night 2015. Ich fand es total gut. War nicht so viel los, wie ich gedacht habe, aber ich habe mit einigen Leuten an den Ständen gesprochen. Die haben mir gesagt, sie waren begeistert, wie viele Fragen von den Leuten kamen. Und außerdem sind gerade an mir zwei Radfahrer vorbeigefahren. Die haben sich über die Themen von der Veranstaltung unterhalten. Also scheint es auch funktioniert zu haben. Die Leute sprechen drüber. Was mir noch aufgefallen ist, die Braunschweiger sind echt sehr kamerascheu. Oh, hier wird's duster. Ich konnte also gar nicht so viele Stimmen einfangen, wie ich gerne gehabt hätte. Aber vielleicht ändert sich das im nächsten Jahr. Wir werden einfach mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, freut mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Da links könnt ihr euch vorher natürlich noch ein paar Videos angucken zum Thema Forschung und Lehre. Und wenn euch das gefällt, dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis denn. Ciao. Forschung. Yay.